Und wir wollen das Thema weiter vertiefen. Zugeschaltet ist mir jetzt der General-AD Reinhard Wolski. Ich grüße Sie ganz herzlich. Guten Tag, Frau Werther. Grüß Gott. Wir haben es eben im Beitrag schon gesehen. Ist der Winter tatsächlich aktuell die wichtigste Waffe von Wladimir Putin in diesem Krieg? Ich glaube nicht, dass der Winter die wichtigste Waffe für Putin ist. Putin befindet sich hier im Bereich der strategischen Verteidigung. Und wir sehen ja auch, dass seine Gefechtsführung sich eigentlich auf terroristische Raketenangriffe beschränkt im Wesentlichen und natürlich auch auf konventionelle Vorstöße. Aber dass es da zu wesentlichen Offensiven kommt, glaube ich deshalb nicht, weil die Logistik der russischen Streitkräfte jetzt neu organisiert werden. Was meinen Sie damit? Die werden neu organisiert, diese Logistik der Russen. Wohin gehend? Naja, es war ja so, dass die russischen Streitkräfte auf den Dnjepr ostwärts zurückgedrängt wurden, dass wichtige logistische Linien durch ukrainisches Artilleriefeuer letztendlich lahmgelegt worden ist und dass der Nachschub jetzt für eine mögliche Offensive, wenn das Wetter hält, erstmal neu organisiert werden muss. Das heißt, es müssen mit der Eisenbahn neue Logistik, Munitionsvorräte herangeschafft werden, umgeladen werden. Und dieses alles muss jetzt stattfinden, wenn eine neue Offensive geplant werden würde, was wir ja noch nicht wissen. Trotzdem, die Angriffe der Russen auf die Infrastruktur, unter anderem auf die Energieinfrastruktur, die gehen weiter. Wie kann denn der Westen, wie können westliche Staaten die Ukraine beim Schutz dieser Anlagen unterstützen? Ist das überhaupt möglich? Ja, also das ist eben Staatsterrorismus von Herrn Putin, das muss man einfach sagen. Wer sich gegen zivile Infrastruktur richtet, vergeht ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und ein Kriegsverbrechen. Dieses würde bedeuten, dass wir den Kurs weiterführen durch den Westen, dass wir weitere Flugabwehrsysteme modernster Bauart in die Ukraine liefern, um diese kritische Infrastruktur zu schützen. Und das sind eben Luftabwehrsysteme, möglicherweise auch neue Luftabwehrsysteme, die hereingebracht werden müssen in die Ukraine schnellstens.